Heute geht es um das Thema geklammert werden von vorne. Punkt 1, es gibt verschiedene Stadien. Wenn du mich umklammern willst, ist natürlich klar, dass ich irgendwie an der Stelle schon was machen kann. Einer Programm, ne? Sofort es nicht zulassen. Angenommen, ich habe das verpennt, du kommst, dann kann ich hier, wie in der Sieren und Tau, die Bewegung machen. Das heißt, das hier ist nicht nur Arme hochziehen, sondern hier blockiere ich schon, dass du hinter mir greifen kannst. Okay? Wenn ich so stehe, greif nicht. Bin ich jetzt hier zu tief? Nochmal? Oder nicht? Oder her? Oder nach? Dann kommst du eben nicht mehr zusammen. Wenn ich das also mache, zack, das. Nochmal? Zack. Und in die Rippenknorpel. Ja? Hoch, doppelter Dai-Joint auf die Rippenknorpel beide. Und ich habe zumindest Platz geschaffen, also meistens tut es ganz schön weh. Oder ich habe zumindest eine Distanz geschaffen, nochmal. Eine Distanz geschaffen, mit der ich dann Folgetechniken, was auch immer, machen kann. Angenommen, ich habe das auch verpennt. Und ihr könnt das natürlich auch irgendwann in den Schritt einbauen. Das habe ich natürlich ein Problem. Es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt eine sichere Methode habe, wie ich hier wieder rauskomme. Weil ich habe eh schon viel zu viel verpennt. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Du hast kein Problem mit mir, ne? Gut. Jetzt ist die erste Frage, kann ich mit dem Knie in die Klöten drehen? Der Genitalbereich, sagt man, glaube ich. Ich komme nicht hin im Moment. Das ist Punkt 1. Punkt 2, komm wieder näher, dass man wieder hört. Punkt 2 ist, sollte ich es irgendwie schaffen, jetzt stehe ich auf einem Bein und ich habe hier jemanden, das ist ja ein dynamischer Prozess, er wird ja nicht so stehen bleiben, sondern er wird irgendwas machen. Wenn ich jetzt stabil stehe, wird das schwerer damit haben, als wenn ich mich auf ein Bein stelle, um jetzt hier unten rumzustochern. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf dem Boden lande, wenn ich jetzt mit dem Knie arbeiten will, ist groß. Eine Möglichkeit, die ich habe, ist, ich nehme den einen Arm hier hoch und den anderen Arm, komm mal rum mit der Kamera, andere Seite, rum. Und mit der Hand, hiermit, nee, lass mal kurz los, im Prinzip fast wie ein tiefer Boxer. Mit Körperdrehung dahin, wo es weh tut. So, das heißt, ich gehe wieder auf die andere Seite. Ich werde umklammert. Halt ein bisschen fester. Ich werde umklammert. Stehe stabil, greife hier, drehe mich rum. Und habe jetzt mal unten nicht reingeschlagen, aber es war nur die Schulter, die hier schon einen gewissen Ruck gegeben hat und hier unten nur hingehalten. Wenn ich das unten noch reinschlage, tut es echt weh. Angenommen, derjenige wäre jetzt sehr viel kleiner als ich, dann würde mich wahrscheinlich nicht umklammern, aber wenn so wäre, könnte ich es auch in die Richtung machen und hier auf die Leber schlagen. Würde aufgehen. Unterschätzt das nicht. Das Teil tut weh. Hört man das? Komm mal. Geht es? Ist das okay? Ja. Das ist echt hart. Das könnt ihr mal bei euch selbst probieren, wenn er hier mit euch. Probier mal. Schlagt ihr mal so gegen das Kinn und jetzt mal hier mit. Das hat Bums. Oh ja. Ja. Das heißt, wenn du hier mit hier reinschlägst, hier kontrollierst den Arm, Körperdrehung. Die Drehung kommt natürlich nicht aus den Schultern. Die kommt noch nicht aus dem Arm. Die kommt wieder hier raus, wie wir sie auch in der Jump-View-Seite habt ihr zwar noch nicht, aber wie wir sie aus der Jump-View haben. Körperdrehung schnell, du umklammerst mich. Bam! Das. Wie gesagt, angenommen. Nochmal. Du willst mich umklammern? 1, 2, 3, 4, 5. Du willst mich umklammern? Verpennt. 1, 2, 3, 4, 5. Du willst mich umklammern? Verpennt. Penn. Okay? Nicht vergessen, Daumen hoch. Kommentiert.